Maneater. Egal. Prosperity Sands erinnert uns daran, dass der Bau von Zweit- und Drittwohnungen manchmal Gedanken wie den Verlust der Artenvielfalt verdrängt. So. Ich bin hoffentlich noch an der richtigen Stelle. Wenn der sich hier schon so anbietet. So, ich bin gleich da. Aufgrund der zunehmend ungeschützten Küstenlage von Caviar Key verursachen Stürme, die vor 3 Jahrzehnten nur geringe Auswirkungen hatten, heute erhebliche Überschwemmungen. Ein schwarz-weißes Tier greift an. Der Orca. Es ist eine weitere erfolglose Heilung. Na, ich will halt Alter, 40. Okay, der ist, glaube ich, ein bisschen besser. Schon fetter Orca. So, ich schnappe mal hier den Fisch. Ich bin kurz im Verzehr. Wo ist er? Dahin. So. Nichts vorbei, Kollege. Orcas waren einst die Hauptattraktion von Meeresthemenparks. Jetzt haben sie noch einen neuen Lieblingstrick. Töten. Oder sterben. Sterben geht auch. Das war das. Was haben wir hier noch? Cis. Frisst den Menschen. Ach, die gucken hier zu. Ja, Leute, da kann ich euch mal eine Show bieten. Pass mal auf. Yippie! Das ist eine coole Show hier. Für Urlauber, die von Haien zerfleischt wurden, bietet eine Statistik über die Relative, indem die Jäger den Haien zeigen, wo ihr Platz ist. Stellen sie sicher, dass sie auf Kurs bleiben, damit wir nicht in Anarchie leben wie in Planet der Affen. So, das sind 10 Stück. Man könnte sagen, dass ich ein wirklich gutes Auge für Talente habe. Aber Tuila muss wirklich an der Arbeit. Aber hier geht noch einer, oder? Hm? Geht auch noch was, oder? Hier haben wir auch noch ein volles Boot. Kann ich den futtern? Wo sind denn die Leute? Oh, warte mal. Den muss ich natürlich futtern. Da gibt es natürlich extra Punkte. Finde ich auch. Eine Brise Menschenfleisch. Ja. Ordentlich mal den Schwanz dagegen. Klatsch. Hast du gesehen?
So, ich würde sagen, ich mache mir nochmal ab hier. Da muss ich eh hin. So. Da ist noch so ein Orca. Nicht, weil ich bin angeschlagen. Der Kampf ist vorbei, aber der Krieg geht weiter. Sehr angeschlagen. Come on. Nach jahrelangem Verzehr der gleichen geborenen Heringe bei Fischfingers will Casanita nur noch ihre liebste Hausmannskost. Rohe Haifischleber. Jawohl. Was haben wir da? Besuche die Golfgrotte? Nee, oh Gott. Da muss ich noch ein paar Leute knuspern. Ach Mann. Wir sind auch erst bei 53%, ne? Mir fehlt immer noch was. Müssen wir mal gucken. Da unten. Ah, guck mal. Da ist die schon Konzentrationen Kiste. Von Metallen und Kohlenwasserstoffen im Wasser zeigen, wie weit der Golf der Hunger ist. Eine Ach, Antriebskraft für den Bullenhai. Schon wieder zum Golf. Das ist doch irgendwie doof. Hau ab. Niemand weiß, wer diese mysteriöse Unterwasserbasis gebaut hat. Ah. Aber möglicherweise besitzt die Person eine Nero-Jacke und eine Perserkatze. Geheimdienst. Irgendwer. Da drüben gibt es auch wieder viel Zeug, aber das ist auch wieder nur Golf. Aber gut, ich meine, wenn ich hier bin, hole ich mir die Sachen. Natürlich. Jeder, der einmal in die Mageninhalte eines Hais eingetaucht gehört in ein Museum. Weiß, dass sie so gut wie Ach, guck alles mal. Fressen. Der Schatz vom Silbersee, oder was? Nicht ganz. Mit ihren lorenzinischen Ampullen am Kopf spürt das Haiweibchen Unterschiede im Wasserdruck. Echt? Niemand weiß, was sich wohl im Magen eines Hais befindet. Er ist eben der Mülleimer der Meere. Halt doch einfach die Fresse, wenn du immer das Gleiche zu sagen hast. Wenn du nichts Neues zu sagen hast, einfach mal die Schnauze halten. Da ist noch ein Schild und das gehört zum Dingens. Ja, Schattenkopf. Wer den T-Rex als Lieblingssaurier hat, ist langweilig und einfallslos yes. und muss einen anderen Lieblingssaurier wählen. Der Schattenkopf. Wenn wir uns allein lassen, sieht hier wirklich aus. Jäger verfolgen ihre Beute mit dem vollen Bewusstsein für den entsetzlichen Schrecken, der sie bei einem einzigen Missgeschick erwartet. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Finde ich. Wo sind denn da noch Leute dahin? Ist auch ein paar, ja? Auch und demnach. Gott Clovis ist in den letzten Jahren wirklich aufgeblüht. Wir haben etwas Geld da reingesteckt. Das wird ein Lasertag Freizeitpark.
So, einmal gucken. Es fehlt noch eine Kiste. Merkwürdig. Was soll denn die Kiste nur sein? Oh, da ist die Kiste. Hey, super. Nervstoffe und Sachspeicher aufgeschlossen. Dieser Hai verwendet Lipide aus fettreicher Nahrung wie dieser, um seine Schreckensherrschaft anzutreiben. So, dann füttern wir mal eben den Hai. Still und leise endet auch diese Kopfgeldjagd. Kein Grund zur Sorge. Würde ich jetzt mal sagen. Aus unserer Sicht. So, dann holen wir uns. Wir gehen in die Grotte. Und ich würde sagen, wir nehmen mal. Wieder einmal kehrt der Hai zu diesem Ort der Ruhe zurück. Oh ja. Hier nehmen wir Mutagen. Amphibisch nehmen wir und dann Schattenzähne. Schattenflosse. Schattenkörper. Schattenschwanz. Den Knochenkopf haben wir ja auch schon gehabt. Das ist natürlich cool. Fällt mir jetzt was auf. Aber wir nehmen jetzt hier den Schattenkopf. So, auf Maximum. Die Schattenzähne können wir auch auf Maximum. Das sieht sehr krank aus, also im Sinne von krass. Nee, können wir nicht mehr, schade. Alter, wie sehen wir denn aus? Voll gepanzert. Junge, Junge. Was kriegen wir jetzt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Plus 10 maximale Geschwindigkeit für das Set. Achso, ja gut. Das ist also alles eher so Geschwindigkeit. Aber wir können uns ja jetzt eh ein bisschen durchs... durchs Wasser jagen. Wir können jetzt eh ein bisschen durchs Wasser jagen. Und wir können uns einmal die hier holen. Da oben. Ja, da muss ich auf die Brücke. Okay. Hallo Freunde. Hier sind viele Leute, die ich mir holen muss. Das ist eine Scheiße. Ich muss hier hoch. Nein! Bleib oben, Mann! Boah, dieses Rumgespringen hier, ne? Beginnt so. Eine weitere Auslöschungskampagne ohne Rücksicht auf Verluste. Abwarten.
wer hier wen auslöscht. Ich sehe keiner mehr. Tja, ich habe Ihnen gesagt, ihr solltet die Promenade höher bauen. Sonst bettelt ihr ja nur um einen Haiangriff wie den letzten. Aber haben Sie auf mich gehört? Nein. Tja, überhaupt nicht. So ist das. Genau. Heute baut die Promenade doch einfach höher. Das ist aber ein dickes Schiff hier. Ach, das war auch die Aufgabe, ich dachte. Na gut. Da weiß ich ja Bescheid. Hier ist meine Grotte. Da drüben muss ich noch hin. So, was haben wir hier jetzt für ein Vieh? Was bist du? Ach, so ein kleiner. So ein kleiner Leckerbissen. So. Da in den Badesee noch mal springen. Oh, hier ist wieder Leichenschmaus. Interessant. Alles, was nicht bei 3 außer im Wasser ist. Und bei 4 im Wasser wird gefressen. Schrei doch nicht so. Geht doch kurz und schmerzvoll. Kurz und schmerzvoll mache ich das, ja? Allerdings. Okay. Ich mag zwar nicht wissen, wie man einen Fischteich richtig erhält und versorgt, aber das ist ein Lernprozess. So, einmal darüber. Ja, wir sind ja gleich durch. Während es sich bei den meisten Haiangriffen um Fälle von Verwechslungen handelt, ist dies ein schwacher Trost für die Opfer und ihre Familien. Was ist der Predator? Ach, das? Gejagter Hammerhai. Gut, ich kann so lange drauf rum, bis er nachgibt. Hör mal, wer da hämmert. Da ist jetzt gar keiner mehr, ne? So, da haben wir noch ein paar Leute, die mal fressen müssen, und dann sind wir, glaube ich, durch hier. Oh, ein schönes Bad hier. Das war hier mal ein Skatepark, oder was? Der unter Wasser steht? Mhm.
lange hocken die denn hier noch drin? Da haut aber auch keiner ab, ne? Die warten darauf, gefressen zu werden. Das ist sehr schön. Gelaufen, das stimmt, aber man bekommt keine Stipendien, wenn man einen Big Air Rail Jam gewinnt. So. Ist auch 100%. Wir haben eigentlich alles 100%. Das heißt, wir können jetzt hier schön runter zum Golf düsen. Geht nur gerade nicht. Weil wir immer noch gesucht werden. Das ist natürlich doof. Mangels ausreichendem Sand oder schützenden Dünen droht in stark entwickelten Gebieten eine große Gefahr durch Wirbel- und Tropenstürme. Ich kann nicht hier durch? Nee. Okay, warte mal. Nee. Doch, ich könnte natürlich hier rüber. Und dann in die Richtung da mal gucken. Es ist jetzt. Die Behörden des Staates schenkten dem ursprünglich abgelegenen Fischerdorf Port Clovis nur wenig Aufmerksamkeit und ließen es zu einem blühenden Zentrum des Sextourismus werden. Knochenkopf. Ich wollte jetzt mal die Knochensachen testen. So, jetzt haben wir 5er Set und jetzt haben wir 10 Schadensreduzierung und wir sehen aus wie, weiß ich nicht, Hulk oder so. Kann ich das verbessern? Kann ich. Sehr nice. Rammschaden. Also hier können wir jetzt ordentlich reinhauen. Massenwertung. Wie man sieht. Sekunde, ich muss noch mal sehen. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Wenn ich jetzt alles Schatten mache. Schatten. Dann ist ja die Schadenswertung aber immer noch nicht so hundertprozentig. Geschwindigkeit ist dann sehr hoch. Knochen, 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 Knochen. So, und dann mache ich mal... Ja komm, ich nehme mal Mutagenverdauung für zwischendurch. Weiß ich nicht. Warte mal. Bioelektrische Zähne können wir zum Beispiel auch mal ausbauen. Einfach nur, damit ich weiß, was ich noch so brauche. So, das ist aber, dann sind die schon auf 5 immerhin, ne? Also ich meine. Da brauche ich trotzdem immer noch weiter Mineralverdauung. Behalte ich die mal. 9 Meter sind wir lang. Wir sind echt ein Monster. Ein 9 Meter langes Monster. So, ich gehe in die Richtung. Daneben, sagt er. Das sagt er einfach daneben.
schwimmt. Ich brauche mehr für meine Moralverdauung. Die Schildkröten sind gut. Sehr viele Mineralien. Kann ich jetzt hier einfach so durch? Ja, es sieht so aus, ne? Ja. Benjamin Franklin war erstaunt, wie schnell er im Anschluss an seine unzähligen Vergnügungsreisen nach Paris über den Golfstrom nach Amerika zurückkehren konnte. Da ist eine Kiste. Bullenhaie sind es gewohnt, alles zu verschlingen, was seinen Weg ins Wasser findet. Was macht denn ein scheiß Jagdtauch hier unten? Gut, mehr sehe ich jetzt hier nicht. Da ist so ein Schild. Walker, immer gerne. Hey, bleib stehen. Sind schon von Natur aus Level 30. Da gibt es auf jeden Fall ein bisschen mehr zu futtern. Hey, hau doch nicht ab. Bleib stehen, Junge. Viel größer als ich ist der auch nicht, weil ich bin ein Monster. Ein Monster. Ein schreckliches, brutales Monster. Der Bullenhai demonstriert, wie wichtig es ist, genug Mineralien zu sich zu nehmen.